Achtung! Hallo, hier ist euer Commander. Hier guckt mal euch die Rakete an. Bausatz von der Firma Klima GmbH aus Deutschland. Müssen wir googeln. Ein super Gerät habe ich gekauft für ca. 40 Euro mit Ständer, Startersitz. Und das erst war ich skeptisch. Bin aber ganz begeistert davon, weil es das erste Mal, dass ich Werbung mache für ein Spielzeug. Und das ist echt geil. Aufgebaut ist eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, wie man sich Zeit lässt, wie man die Nerven hat. Lest euch das durch. Erstmal Gebrauchsanweisung. Und dann habe ich ein paar Sachen, die euch vielleicht helfen kann. Das hier unten ist zum Beispiel ein Abstandshalter. Den dürft ihr nicht vergessen, nicht, dass die Rakete unten aufliegt, dass sie schön starten kann. Das ist ein Calypso. Das ist die Calypso. Und erstmal lasst es los mit dem Standard-Treibsatz. Und dann könnt ihr ja höher gehen. Aber ich sag mal, der Standard-Treibsatz, der geht wirklich 200 Meter hoch. Und der nächstgrößere, das ist Wahnsinn. Man verliert das wirklich aus den Augen. Und man muss wirklich darauf achten, den Wind beachten. Weil der Fallschirm, den treibt die 150, 200 Meter weg, also wirklich, dass keine Bäume in der Nähe sind. Sucht euch ein großes Feld, wo keine Tiere sind, wo keine Pferde, wo nichts stört, weil die treibt 200 Meter ab mit dem großen Bausatz, Treibsatz. Keine? Und dann kann nichts passieren. So, bis später, euer Commander. Baue ich hier den Fallschirm für die Rakete. Erstmal hier die Verstärker dran. Normaler. Optimal. Das sind einfach hier so Heftverstärker. Kann man auch hier. Das kann ich nachher, wenn ich das ausgeschnitten habe, dann kann man auch normale Folie nehmen. Das ist ein Sechseck. 1, 2, 3, 6. So. Schneiden wir den Fallschirm einfach aus, dass man ein Sechseck hat. Dann zeige ich euch später, wie es weitergeht. Hier machen wir jetzt erstmal die Löcher drin. Ich baue jetzt mal hier die Heckrotoren zusammen. Also jetzt nicht, hier muss man sehen, dass das hier unten ist. Und nicht jetzt einfach hier reinschieben, weil das würde nicht gehen. Hier sind leichte Gerade dran. So, dann geht's. Drin, weil so würde man das gar nicht reinkriegen. Hier wird ein Grat Messer, wie ihr hier seht. Braucht man auch nicht festladen, das ist relativ fest. Hier den Grat. Erstmal entgraden. Geht doch relativ. Hmm.
Berg. Und die Raketenspitze, die weiße Gummischnur. So, das tue ich mal vorbereiten. Hier so zentriert, jetzt mache ich hier Leim drauf. Das vom Doppelknoten gesichert. Und da. Leer. Machen wir hier mal runter. So. Mach ich so. Habe ich auch ein bisschen Leim drauf. Schieben wir das hier. Lassen wir jetzt erstmal so. Jetzt machen wir hier noch den Zentrieren drauf. Holzlamm. Das machen wir hier noch. Das ist so 8, 9 mm und das ist so 10 gut. So schön gerade zu machen. So, das haben wir jetzt so. Immer Kontrolle. Ja, 10. 10,5. So, das haben wir jetzt so. Jetzt mache ich noch mal Leim zur Sicherung. Ein bisschen Panzerband und mach das hier zum Verstärken ums Triebwerk. Hier. Hier ist jetzt ein bisschen Holzlamm. Das haben wir jetzt hier drin. So, das ist das Triebwerk. Das werden wir nachher einführen. Leimring gemacht. Jetzt tue ich das Motorteil. Versuche ich zu befestigen. Hier, dass das jetzt so eben, hier habe ich Leim drin gemacht. Ja. Mache hier nochmal Leim. Das ist das Teflonband. So, das weiß ich bis heute noch nicht. Das haben wir jetzt so drin. Das ist praktisch eben. Und das ist der Abstand nachher. So, hier, das sind die Fillen.
Kann ich auch dran machen. Drehe ich hier. Bis es hier bündig ist. Auch eben kann ich so kontrollieren. Soweit. So. Bis später. Jetzt baue ich erstmal den Fallschirm zusammen. So, jetzt mache ich hier die Fallschirm. Eins. Zwei. Drei. Andere Ende. Machen wir hier fest. Finger sind so dick. Eins. Du kurz gelassen. Zwei. Und drei. So. Hier mache ich das jetzt genauso. So, bis später, Dada. Hier habe ich jetzt die Teflon-Schnur. Das ist das Elastische und hier, das habe ich hier so rumgeknotet, das ist praktisch der Fallschirm. Fallschirm, das ist praktisch so. Ach ja, und das stecken wir so drin. Aber nachher zum Starten muss Dämmwolle erst mal rein. Aber das zeige ich euch später. Erstmal. Ja, das war zu viel. Hier. Zu bekleben. Wir können nachher mal, aber ich will es erstmal trocknen lassen. Weil was ist denn? Sie machen nur mal so hier mit dem. Damit noch was? Der Funke, richtig. Ring geht, weißt du? Mhm. Das kann ich mir ja selber bauen. Mhm. Dichtung, vergiss nicht. Dichtung. Dichtung. Hab ich schon drin, hab ich schon. Mhm. Dämmung. Dämmung, ja. Nein, ich da. So, Mann.
Ja, ich bin mal gerade. Was? Achtung! Ach du Jemine! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich sehe ja nichts. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist. Wo? Ach du Jemine! Ja, deswegen hier, du mit deiner... Ich sehe hier gar nichts. Hätte ich ein Okular in die Sonne. Hm. Komm, geh hin, hol's. Ja, ich bin mal gerade.